Hallo, meine hübschen Mädels und Jungs. Ich melde mich mal jetzt von hier, weil ich gerade eben ein Paket erhalten habe und es euch zeigen möchte. Was es mit dem Paket auf sich hat, werdet ihr gleich im Anschluss sehen im Video. Aber ich wollte es euch zeigen, weil es so süß ist. Schaut mal. Ach, meine Haare hängen überall. Love is all you need. Ich zeige euch noch nicht, was da drin ist. Wie süß! Ihr werdet auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob man das schon weiß, wer das ist, aber es ist total süß gemacht. Und ich bin total gespannt, was da drin ist. Und ja, ich habe noch eine Videofrage an euch, genau bevor ich es vergesse. Was möchtet ihr zu Weihnachten eher bekommen als Geschenk? Ein Geschenkpaket, ein schön verpacktes Geschenk, ein Gutschein oder Geld? Ich bin da eher jemand, der es mag, wenn ich ein Geschenk bekomme. Es ist immer schön, dieses Auspacken, das liebe ich. Auf jeden Fall, ich möchte euch nicht aufhalten. Gehen wir über zum Video. Da erkläre ich euch nochmal genau, was da los ist. Hallo meine hübschen Mädels und Jungs. Heute habe ich ein ganz besonderes Video vorbereitet. Und zwar haben Ishtar von Easy Peasy 5 und ich einen Swap gemacht. Das heißt, ich habe ihr ein Paket zugeschickt mit verschiedenen Dingen, die meiner Meinung nach so... Keine Ahnung, es waren einfach Dinge, die ich zusammengestellt habe und ihr zugeschickt habe und dasselbe hat sie gemacht. Und das Video wird auch online sein, es wird auch als Videoantwort sein und ich verlinke es euch auch gleich hier, damit ihr das im Anschluss sehen könnt. Und ich bin so gespannt, weil es ist wie so vorzeitiges Weihnachten und ich weiß gar nicht, was da drin ist. Es ist halt so, oh mein Gott, das ist schon schwer. Ishtar, was hast du gemacht? Oh mein Gott! Und es ist auch immer so, man weiß nicht genau, ob es der anderen Person gefällt und oh, es war so ein Heckmeck. Also, öffnen wir das mal gemeinsam. Ishtar, der Moment ist gekommen. Also. Oh mein Gott, du hast dasselbe Prinzip gemacht wie ich. Wie geil! Sie hat auch immer Notizen drauf gemacht. Ich habe es auch bei meinem Swap gemacht. Also beziehungsweise bei meinem Paket. Ihr werdet es dann bei ihr sehen können. Eines der schönsten Liebesgeschichten. Vielleicht perfekt für einen Abend mit Jaylan oder Donya. Oh mein Gott! Wie ein einziger Tag. Ich kenne den Film nicht. Geil. Hammer. Oh mein Gott, danke. Ich glaub's nicht. Ah, ein Liebesfilm. Genial. Du hast so recht, ich werde mir Donya und Jaylan angucken. Ah, ich freue mich so! Okay. Also, hier habe ich noch ein Bild von uns zwei. Und hier steht... Ishtar, sie sehen aus wie Schwestern. Das ist so schön, das haben wir auf dem Videoday gemacht gehabt. Oh. So süß. Ah. Wir haben echt dieselbe Art zu sprechen. Ich lese es euch mal vor. Halle Lamile. Ich hoffe so sehr, dass dir die Sachen im Swapile gefallen. Das ist so unsere Sprache. Wir hängen immer ein E an jedem Wort. Ich bin so froh und dankbar dafür, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist für mich eine unglaublich motivierende und inspirierende Person. Und ich hoffe, dass du nie deine Lebensfreude und Stärke verlierst. Ich kann nicht mehr lesen. Alles, alles Liebe, Easy. Du bist ein Schatz. Ich liebe dich. Also, gehen wir weiter. Jetzt ist hier zu viel Emotionalität. Nicht, dass ich noch anfange zu heulen. Oh! Düfte, ich sehe schon. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? The Body Shop. Was ist das für ein Duft? Ginger... Ginger Sparkle Body Butter. Du weißt ganz genau, was ich mag. Mmh. Boah, wie genial. Wow, das ist echt super. Wow. Ah, du hast in meinen Videos aufgepasst. Ich creme mich wirklich 2 bis 3 Mal am Tag ein. Und mit so einer Body Butter muss ich das reduzieren. Kann ich das eh reduzieren. Geil. Das riecht so gut. Danke, Ishtar. Ich freue mich so. Yeah, ich liebe sowas. Ich liebe Düfte. Ich liebe Weihnachtsdüfte. Ich liebe alles, was Gingerbread beinhaltet. Lebkuchen. Ist ja eh dasselbe. Genau. Alles, was so diesen... Wie soll ich sagen? Diesen Anisgeschmack und Orangen, all diese Düfte liebe ich und meine Haare spielen wieder verrückt. Aber machen wir mal weiter. Hey, ich glaube es nicht. Ishtar, da sind so viele Sachen drin. Wie soll ich denn das hier alles in ein Video reinbringen? Du spinnst doch. Also, Ja, ich kann nicht mehr lesen. Ich brauche meine Brille. Damit du uns weiterhin mit deinem Lächeln, mit deinem Lachen ansteckst. Gute Laune Drops, was ist das? Ach, wie geil. Saure Bonbons. Das probiere ich jetzt mal. Mmh.
Ich liebe sowas, so Kandiertes. Und vor allem Zitrone. Du hast echt meinen Geschmack getroffen. So, jetzt mal probieren, wie sauer das ist. Ich glaube, der Inhalt ist sauer, weil das Außenrum ist nicht sauer. Das ist sehr zitronig. Das wird in mein Auto reinkommen. Das heißt, wenn jemand Nebensitzer fragt, hast du was Süßes, dann habe ich hier sofort meine sauren Drops. Die sind genial. Die schmecken echt gut. Oh Gott. Okay, es wird langsam sauer. Oh. Also, dann noch ein Nagellack von Annie, My Private Luxury. Und so ein schönes Blau. Das trage ich später mal auf, oder ich trage es jetzt mal auf. Nachtblau, meine Lieblingsfarbe. Okay, die ist super. Eine Schicht ist schon sehr deckend. Ach danke, Ishtar, du spinnst doch. So viele Sachen hast du da drin. Wie soll ich denn? Ich kann doch nicht mithalten mit meinem Bagel. Dankeschön. Guck mal, wie schön die Farbe ist. Ishtar, du weißt ganz genau, was mir gefällt. Verrückt. Also, nächstes. Oh, das ist so sauer. Ich muss das mal rausmachen. Also, was ist das? Anatomical Stop Cracking Up Lip Balm. Das kenne ich gar nicht. Was ist das? We only want for your body. Jetzt schauen wir mal, was es ist. Gemeinsam. Was ist das? Ich glaube, das... das sorgt dafür, dass eure Lippen nicht mehr rissig sind. Lip Balm gegen Trockenheit. Wie cool. Ich brauche das sowieso. Meine Lippen sind so trocken im Winter. Das ist nicht mehr schön. Das ist wie ein Gel. Das kenne ich gar nicht so. Nein, wie ein Gloss. Das riecht nach Kamille. Calendula, diese Pflanze. Dankeschön. Du hast mir echt so ein Survival-Kit gemacht, was ich über meinem Auto aufbewahren kann. Dankeschön. Du spinnst doch, würde ein Schwabe sagen. Heidels Bimbam und sagt Zementerhalle. Aha. Die habe ich immer gesehen, aber ich habe sie mir nie gekauft. Das ist von NYX, die Smoky Eyes. Ha, wie genial. Ich wollte sie mal testen, aber da du es mir jetzt geschickt hast, wollte ich sie nicht mehr kaufen. Wie geil. Ishtar, du spinnst doch. Ach, danke schön. Guckt mal die Farben an. So richtige Smoky Eyes Palette, so eine tolle. Mit Satin Finishes. Ach, super. Und matten Farben. Super. Ich bin sowieso ein Fan von NYX Produkten. Perfekt. Ich kann damit einen schönen Look schminken. Wenn ihr möchtet, mache ich mit Ishtars Geschenk einen Look. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Guck mal, wie viele Sachen da schon stehen. Ich kann nicht mithalten. Aha, aha, aha. Was sehe ich hier? Was sehe ich hier? Oh, hier ist noch was drin. Ich sehe eine Mütze. Mit Yankee Candle Sparkling Cinnamon. Das... Das riecht so lecker. Sie weiß ganz genau, was ich mag. Krass. Dankeschön. Das riecht so lecker. Es riecht nach, einfach nach Zimt, nach Weihnachten. Und hier habe ich noch eine Mütze. Okay, jetzt mal schauen, ob sie mir passt auf meinen Lockenkopf. Da muss ich immer ein bisschen die Cappies bzw. die Mützen ausweiten. Oh Gott. Warte mal. Ihr seht, meine Locken machen mir zu schaffen. Ich habe überall Haare im Mund. Ach cool, danke schön. Ich habe keine Mütze in Bordeaux. Das hat mir gefehlt in meiner Sammlung. Ich kann theoretisch einen Make-up-Look und... nein, ich sehe hier gerade was. Und ein Outfit mit easy Sachen. Oh, das ist so eine schöne Bluse. Beziehungsweise eine ärmellose. Guckt mal! Die hat hier Spitze. Hier vorne ist das Spitzendetail. Oh, ich liebe Blusen mit Spitzendetails. Seht ihr das? Und die ist ein High-Low. Oh, wie toll ist das denn? Easy. Was machst du? Ich kann theoretisch einen echten Outfit of the Day mit deinen Swap-Geschenken machen. Ach, das ist so eine schöne Bluse. Perfekt. Da ist die Größe auch getroffen. 36, perfekt. Oh, die ist so schön. Die werde ich echt immer tragen. Zu besonderen Anlässen werde ich die tragen. Von jemandem Besonderes. Ich starte ein bisschen Schatz. Oh mein Gott, Leute!
wisst ihr, es ist wie Weihnachten, das ist doch verrückt. Und du hast mir... Ihr werdet merken, ich und ich haben so einen ähnlichen Geschmack. Ich habe ihr auch so ähnliche Sachen geschickt, aber krass. Guckt mal diese schöne Statement-Kette an. Ich habe ihr auch eine geschickt. Oh, warte mal, die ist ein bisschen verheddert. Das wollen wir mal nett. Hallo, aufgehen bitte. Ah, egal, ich mache das später. Aber schaut mal, wie schön die ist. Seht ihr das? Eine wunderschöne Statement-Kette. Die sieht zu schwarzen Blusen, Oberteilen, Pullis, Gold mit Golddetails so schön aus. Danke, Ishta. Du hast definitiv meinen Geschmack getroffen. Diese junge Dame hat Stil. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was man weiß gar nicht, was man sagen soll. Was soll ich schon sagen? Es ist so verrückt, weil man erwartet halt nicht so viel, ne? Das werdet ihr auch in ihrem Video vorfinden. Nur nicht in der Farbe, aber in einem Glitzerpigment. Ach, danke schön. Ich liebe die NYX Pigmente und Glitzerpigmente. Die sind wirklich sehr gut. Die habe ich auch in meinem letzten Video gehabt. Silver Pearl. Perfekt für ein Silvester-Tutorial, easy. Sehr schön. Ach, danke schön. Ich swatch das mal. Ich will das mal jetzt sehen, wie die Farbe aussieht. Weil hier hat die so ein, wie nennt man das, so ein Teal. Ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe schreibt. Sieht nicht sehr silber aus, aber so ein Teal-Farbe. Gucken wir mal. Wie schön. Das kann ich theoretisch auch als Highlighter benutzen. Ishta, du hast mir so gut wie... Ich kann damit einen ganzen Make-up-Look machen, mit den ganzen Dingen, die du mir geschickt hast. Du spinnst doch, verdammt nochmal. Hier hast du mir noch... Ha, den Lippenstift habe ich noch nicht von nix. Der heißt Thalia. So ein schönes... Ah, eine sehr schöne Farbe. So eine... Perfekt. Seht ihr das? Das ist in so einem Rosenholzton. Erinnert mich stark an den von Chanel, den ich mir letztens für etliche Euros gekauft habe. Sehr schöne Farbe. Auch einen sehr cremigen Finish. Soll ich die jetzt auch mal auftragen, damit ich aussehe wie ein Papagei am Ende? Das wollen wir doch nicht. Aber nee, die Farbe ist sehr schön. Warte mal. Hier sieht... Ich sag's dir, die ähnelt stark dem Chanel, den ich mir vor kurzem gekauft habe. Seht ihr das? Sehr schöne Farbe. Perfekt. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Leute. Hier, Snow Fairy, mein Lieblings-Lush. Lush-Produkt vom Winter, wie ich rede. Im Winter. Oh, das riecht so nach... Kriegst du Lust auf Zuckerwatte und Bonbons und... Ich will da am liebsten echt reinbeißen, aber es geht nicht. Ein Vöglein hat mir gezwitschert. Du magst das? Ich weiß schon, welcher Vogel das war. Das war nicht ein Vöglein, sondern ein Vogel. Sammy, du hast hier was verraten. Ich habe auch nichts gewusst. Aber Dankeschön. Ach Gott, wie lieb von dir. Danke, danke, danke. Ich liebe das. Ich liebe Snow Fairy von Lush. Ein super, super Duschgel. Ich liebe es. Ist auch limitiert. Und zu guter Letzt, damit ich noch wieder Kalorien reinstopfe. Oh ne, nicht noch nicht. Halt. Ein Blusher von Art Deco in einer sehr schönen Farbe. Farbe, wie ich gerade rede. Nummer 30 ist das. Schauen wir mal. Oh. Hey, die ist echt schön. Ich habe keine Blushes von Art Deco. Ich habe noch nie welche getestet. Es gibt so Dinge, die ich austesten wollte und jetzt hast du sie mir zugeschickt. Ach, wie schön. Guckt, eine sehr... Seht ihr das hier? Nein, sieht man das? Doch, man sieht es ganz leicht. Würde... Guck, du hast echt... Ich kann mit den Dingen hier so einen schönen Look machen. Mit den drei Produkten. Weil der Smoky Eye... Also das Smoky Eye Kit, das macht wirklich... Hat dunkle Farben und damit kann man super schön einen Smoky Eyes Look machen. Ich kann nicht mehr reden. Dazu diesen schönen Rosenholzton. Und diesen Blush, der passt wirklich in der Kombination sehr gut dazu. Dankeschön. Ach Mann, du spinnst doch. Ein Sack. Und hier, die Kalorien. Ich hoffe, du magst sie. Gib Sammy was ab, damit er sieht, dass sie nicht wie Malzbier schmecken. Glühweinbonbons. Ohne Alkohol. Cool, da bin ich gespannt. Aber ich werde gleich erstmal mein Zitronenbonbon weiter. Fertig. Lutschern. Ach, danke, Ishta. Du spinnst doch. Hey, das hat so Spaß gemacht, den Swap.
Das ist wirklich so wie Weihnachten. Das müsst ihr unbedingt mit euren Freundinnen mal machen. Das ist so, sowas wie Wichteln eigentlich, ne? Nur, ja, das ist sowas wie Wichteln. Aber in der YouTube-Community halt. Ich finde das so toll, dankeschön. Du spinnst doch. Und was toll ist, ich wollte sowieso, ich bin auf der Suche nach Liebesfilmen. Und wenn du sagst, der ist gut, was Frauen schauen, ja, das stimmt. Dann, ich bin so gespannt. Ich freue mich so. Da kann ich heute Abend damit den Film anschauen. Oh Gott. Und die Kette werdet ihr in den ein oder anderen Videos von mir sehen. Ich werde euch auf jeden Fall dann sagen, wenn ich, ich muss das echt. Ich habe Angst jetzt mit meinen Fingern, weil ich voller Make-up bin. Und diese tolle Bluse. Dankeschön. Die ist so schön. Die ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ach, ich habe Angst, dass ich das hier voll mache mit Lidschatten und so. Aber eine super, super schöne Bluse. Danke, Ishtar. Ich kann es... Wisst ihr, manchmal fällt es mir schwer, mein Dank und so in Worte zu fassen, weil das ist so... Ich weiß nicht. Ich würde dich am liebsten jetzt umarmen, Ishtar. Das ist so lieb von dir. Danke. Die Mütze passt auch, ist auch sehr schön winterlich, von der Farbe her perfekt. Und ich würde sagen, schaut auf Ishtars Video vorbei. Ich bin so gespannt, wie sie reagiert, weil ich habe das Video noch nicht gesehen, ne? Ich habe jetzt alles weggeschickt gehabt und in der Hoffnung, bitte lass es ihr gefallen, bitte lass ihr die Dinge gefallen. Das ist alles, man hat halt so einen persönlichen Geschmack und man versucht aber auch irgendwie den Geschmack des anderen zu treffen. Und ich hoffe, ich habe es geschafft, Ishtar. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst uns beiden doch einfach einen Daumen hoch und hinterlasst mir einen Kommentar. Und ansonsten geht auf Ishtars Video und sagt ihr Hi von mir, dass ich sie sehr, sehr, sehr lieb habe. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mein nächstes Video kommt auch schon bald in den nächsten Tagen. Und schaut einfach auf meinem Videokanal vorbei. Und auf meinem zweiten Kanal habe ich eine Glitzember-Serie. Da findet ihr jeden Tag ein Video. Gestern konnte ich kein Video hochladen, weil ich einfach den ganzen Tag weg war und leider nicht daheim war. Aber ich versuche mein Bestes und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich hab euch lieb. Ich hab dich lieb, Easy. Und ich freue mich, wenn ihr mehr solcher Videos haben möchtet, dann lasst es uns wissen. Bis zum